Und wir haben gerade im Interview mit Claudia Barth schon gehört, warum denn Menschen sich für Esoterik entscheiden. Warum wird ein Individuum zu einem esoterischen Individuum? Wir möchten diese Ausführungen von Claudia Barth jetzt an dieser Stelle noch ein wenig ergänzen, und zwar um die Frage, warum Esoteriker denn auch Esoteriker bleiben. Es gibt eine leichte thematische Überschneidung jetzt mit dem vorherigen Beitrag, den ihr uns bitte verzeihen möchtet. Jetzt also die Attraktivität von Esoterik behandelt in einem kleinen Beitrag. Die Zahl derjenigen, die sich geistig erleuchtet wähnen, ist unüberschaubar geworden. Seit der Dezentralisierung durch das Internet steht es jedem Menschen frei, sich ein ganz individuelles Weltbild zu zimmern. Mit denjenigen der anderen teilt es nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, ein Gegenentwurf zur materialistischen Welt und ihrer Wissenschaft zu sein. Anders als noch vor 20, 30 Jahren, den Hochzeiten des New Age, ist es nicht nötig, Esoterikmessen zu besuchen oder sich in einschlägigen Läden und Zirkeln blicken zu lassen. Fest steht aber dennoch, dass der Esoterikmarkt stark gewachsen ist. Schätzungen des Heidelberger Zukunftsforschers Eike Wenzel gehen davon aus, dass allein in Deutschland zwischen 18 und 25 Milliarden Euro mit Esoterik umgesetzt werden. Was treibt so viele Menschen zu Esoterik und Irrationalismus? Zunächst ist es Resultat einer Sinnsuche, die das Individuum über die Grenzen der rationalisierten Welt hinaustreibt. Jenseits der Geschäftigkeit des Betriebes soll sich der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens versichert werden. Dass etwas mit der Verfasstheit der Welt nicht stimmt, drängt sich dem Individuum erst als bloße Ahnung auf. Die Komplexität der Welt ist übermächtig und kann oder will von vielen nicht durchdrungen werden, da ihnen das ihre eigene Hilflosigkeit gegenüber wirtschaftlichen Prozessen und Sachzwängen offenbar werden ließe. Stattdessen wird die rationale, hektische, auf den schnöden Mammon abgerichtete Welt als in ihren Grundzügen schlecht begriffen. Sie zu ändern scheint nicht möglich, und wenn, dann nur über die individuelle Öffnung des Geistes. Mitunter ist eine Weltverbesserung auch nicht erstrebenswert. Man fühlt sich über der Banalität des Materialismus erhaben. Und in einem Akt des Eskapismus flüchten sich Menschen in eine Traumwelt von Spiritualität, Irrationalismus und Esoterik. Hier ist eine metaphysische Macht sinnstiftend. Statt einer komplexen bietet esoterisches Denken eine simple Weltdeutung und ist damit dem Antisemitismus wesensähnlich. Wissenschaftliche Kenntnisse sind ebenso wenig notwendig wie die Anstrengung, die Welt in ihrer Komplexität verstehen zu wollen. In dieser anderen Welt ist alles einfach. Es herrschen Glück und Zufriedenheit, selbst dann, wenn in der Realität, auch wegen der Untätigkeit der spirituell Entrückten, sich alles immer mehr zum Schlechten zu wenden scheint. Hier aber lässt sich's aushalten, und sei dieses Hier doch nur ein Hirngespinst. Wer sich erst einmal eine esoterische Weltdeutung zurechtgelegt hat, wird von dieser kaum noch abzubringen sein. Da man bewusst sich der rationalen Welt verweigert, werden auch deren Argumentationsmuster abgelehnt. Aus dem gefestigten magischen Denken gibt es kein rationales, wissenschaftliches Entrinnen. Eher versteifen sich EsoterikerInnen auf den Standpunkt, dass die Wissenschaft schon noch herausfinden würde, dass an allem etwas dran sei. Der unerschütterliche Glaube ist der objektiven Einsicht größtes Hindernis. Und schließlich ist das Festhalten an jeder noch so obskuren Täuschung ein Selbstschutzmechanismus. Es hängt viel zu viel von der Richtigkeit der spirituellen Lehre ab, als dass sie leichterhand über Bord geworfen werden könnte. Denn ein Zusammenbruch des Weltbildes kann auch einen psychischen Zusammenbruch bedeuten. Aus Angst davor kann schlichtweg nicht sein, was nicht sein darf. Durch verminderte Bewusstheit, selektive Unaufmerksamkeit und Wahrnehmung wird das System der Selbsttäuschung aufrechterhalten, bis es sich zu einem gleichermaßen unhaltbaren wie unerschütterlichen Glaubenssystem verfestigt hat. Bereits seit der griechischen Antike gibt es Esoterik, und vor allem im frühen 19. Jahrhundert hatten esoterische Kreise wie der von Helena Blavatsky enormen Einfluss. In den 1950er Jahren gab es dann Bruno Gröning, der sich selbst als gottgesandten Heiler sah. Er behauptete, einen göttlichen Heilstrom bündeln zu können, um mit diesem jegliche Art von Krankheiten zu heilen. Tausende pilgerten zu ihm und hofften auf selbige.
In den 60er und 70er Jahren beschäftigten sich vor allem die Hippies mit Esoterik und suchten Gurus auf. Wenige Jahre später trat die sogenannte New Age-Bewegung auf den Plan. Für all diese Bewegungen hatte die Esoterik wesentlich die Funktion von Sinnstiftung oder aber versprach den Partizipierenden Rettung. Gibt es jetzt aber auch eine spezifisch postmoderne Qualität von Esoterik und vor allem, wäre eine Gesellschaft ohne Esoterik überhaupt denkbar? Und gibt es insgesamt in der Postmoderne eine neue Qualität von Esoterik, also jetzt mal weg von Rudolf Steiner und der Anthroposophie-Gesellschaft? Ich denke, dass es sowas wie eine neue Qualität gibt. Das wird aber auch das Thema sein, was ich in dem Vortrag in Erlangen im Januar thematisieren möchte. Und zwar glaube ich, dass diese neue Esoterik in den 90er Jahren sich explizit dafür anbietet, dass Menschen mit den neuen Erfordernissen der Arbeitswelt, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben, seit den 60er, 70er Jahren, also in Richtung mehr Subjektivierung, projektgesteuertes Arbeiten, Selbstverantwortung, ein Fallenlassen der Grenzen zwischen vormals privaten Bereich Kreativität und dem äußeren verwerteten Anteil des Menschen, ein permanentes Auspowern, was heutzutage stattfindet, dass Esoterik da heutzutage Antworten den Menschen gibt, wie sie diese total erschöpfenden Anforderungen schaffen, durchzustehen. Also dass es sozusagen verhindert, dass Menschen da in eine Depression abrutschen und aussteigen, sondern immer weiterlaufen in diesem Hamsterrad und sich immer permanent selbst motivieren können. Also dass es sozusagen wie so eine kleine Ecstasy-Droge wirkt und immer wieder weitermachen zu können in dieser momentanen Gesellschaft. Also Ziel von Esoterik ist ja auch, es wird oft gesagt, man will dann irgendwie negatives Karma überwinden, aufsteigen auf eine andere Ebene und so weiter. Aber das spielt in dem realen, alltäglichen Praxis von Esoterik eigentlich bei den Menschen, die mit denen ich gesprochen habe und die ich interviewt habe, die esoterisch praktizierend sind, eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern es geht hauptsächlich darum, diesen Alltag irgendwie gut zu bewältigen, sich erklären zu können, wo man Rückschläge hatte und wo man Leiden hatte und zu versuchen, sein Inneres so umzustrukturieren, dass man möglichst nicht mehr leidet und dass man einfach wieder Erfolg in dieser Welt haben kann. Also eine sehr stark diesseitsgewandte Religion. Das sind, glaube ich, schon neue Qualitäten von Esoterik. Man könnte es ja auch deuten, dass dann Esoterik den Menschen Sinngebung ermöglicht und Hilfe im Alltagsleben. Was sind also, ja, das könnte man warum sagen. Ist es denn negativ? Das kommt darauf an, was man für Erklärungen schluckt, ne? Also eine Weltverschwörungstheorie bietet mir auch eine gewisse Erklärung der Zustände und einen gewissen Sinn, was ich sozusagen zu tun habe, also gegen die jüdische Weltverschwörung sein oder sonst wie. Aber es ist natürlich eine Form von Sinn, die ich da bekomme, die für mich kontraproduktiv ist, also aus meiner Sicht, ne? Und das Problem ist in meinen Augen, dass esoterische Lösungswege, um mit der Misere klarzukommen, einfach in eine anti-emanzipatorische Richtung gehen. Also das heißt, in der Quintessenz, wenn man diese Theorien erstmal geschluckt hat, dass alles Karma ist, was anderen Menschen oder einem selber zustößt, dass man nicht mehr eingreifen muss, sondern das alles erdulden muss. In der Quintessenz verlernt man, sich selbst als gestaltendes, handlungsfähiges Subjekt zu setzen. Also das ist überhaupt nicht mehr vorgesehen, sondern es ist eigentlich nur noch ein Lernen, wie man die Zustände möglichst gut hinnehmen kann. Die Gesellschaft wird als reale Gesellschaft einerseits auch völlig ausgeblendet, weil sie eigentlich nur noch gesehen wird als das Richtige, was einem zustoßen kann, um darauf das individuelle Karma reifen zu lassen. Aber es wird nur noch als Theater, Kulisse gesehen für das eigene Karma und nicht mehr als real im eigentlichen Sinne, dass man auch verändernd eingreifen sollte oder könnte. Dazu kommt noch eine absolute Individualisierung, die einhergeht mit esoterischen Theorien. Das heißt, dass nicht Wert darauf gelegt wird, mit anderen gemeinsam nach außen zu gehen, Gemeinsamkeiten zu finden, zu handeln, zu verändern, sondern ein totaler Rückzug auf das eigene Ich eigentlich nur mehr. Könntest du dir vorstellen, dass es eine Gesellschaft ganz ohne Esoterik geben kann? Und was wäre das für eine Gesellschaft? Für mich ist Esoterik eigentlich eine moderne Form von Religiosität. Insofern würde ich deine Frage dahingehend erweitern, ob es möglich ist, dass eine Gesellschaft ohne Religion existieren kann. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass das möglicherweise eines Tages so sein könnte. Aber ich glaube, es müsste eine Gesellschaft sein, in der der Mensch die Möglichkeit hätte, nicht entfremdet zu leben, weil die Überwindung von Entfremdung
ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt ist, warum Menschen Esoterik machen hierzulande oder Religion machen. Esoterik im Speziellen, um Entfremdung und Selbstentfremdung zu überwinden und eine Gesellschaft, die es eben ermöglicht, den gesellschaftlichen Anteil des Menschen frei zu leben und auch die Selbstentfremdung aufzuheben, die derzeit da ist, ist für mich ein ganz großer Punkt. Was natürlich auch notwendig ist, wäre eine weitgehende Bildung und Aufklärung über natur- wie sozialwissenschaftliche Zusammenhänge der Welt. Also ich denke, das verhindert in vielen Fragen auch verkürzten Theorien auf den Leim zu gehen, wenn man einfach eine möglichst breit gefächerte Bildung über Zusammenhänge der Welt hat. Und auch, was vielleicht im Zusammenhang mit der aufgehobenen Entfremdung steht, dass Menschen einfach auch dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr haben, das hierzulande auch zu esoterischen Religiosität führt. Also das heißt, eine ausgedehnte individuelle Handlungs- und Verfügbarkeitskompetenz. Das heißt, sich einmischen können, auch merken, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen und sich einzumischen und eine individuelle Wirkungsmacht auch entfalten kann, um diese Ohnmacht, die aus der Entfremdung hier entsteht, nicht zu spüren. Also ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist für mich da die Entfremdung, die überwunden werden muss.